The title is, it's the adding machine is, in a way, it's a metaphor for how an exhibition works and how all these, a large scale exhibition like this, you take all kinds of works that were shown in different places and that were never put together, and you put them side by side, you add them to each other, and then it becomes this kind of bigger giant machine, which is the exhibition. So that's one way, yeah. Die aktuelle Ausstellung im Aargauer Kunsthaus ist Maitu Perret gewidmet. Sie ist eine 34-jährige Genfer Künstlerin, die mit verschiedensten Medien arbeitet, die hier in Aarau ihre bisher größte Überblicksausstellung zeigt und einen großen, vielfältigen Einblick in ihr Schaffen gewährt. The rooms are all very different from each other because I use a lot of different media, so it made sense to have very different rooms according to different types of works. And I like that you begin the exhibition, you think with this red room and this kind of copy of a pre-Columbian sculpture, and you think, oh, I understand, maybe this is historical, maybe this is this kind of exhibition. And then you enter the next room and you're like, oh no, wait a second, it's domestic, you know. And there's a lot of things that are not what they seem. So, you know, in the second room there's a table and you think it's a table, but then it's also made out of concrete. I think it's a lot about, yeah, these false starts or kind of surprises or questions, yeah, that arise. Maitu Perret arbeitet mit einem sehr reichhaltigen, vielfältigen Referenzsystem. Sie ist eine Künstlerin, die unheimlich informiert ist, gebildet ist und aus dem schöpft sie. Sie kennt sich aus in der Literatur, in der Kulturgeschichte, in der Kunst und bezieht aus diesen Epochen, aus diesen Themenfeldern Anregungen, die sie in ihrer Arbeit verarbeitet. Es ist schwierig, Maitu Perrets Arbeit auf einen Nenner herunterzubrechen. Es ist eher diese Gegensätzlichkeit, diese Reichhaltigkeit auch, die das Werk inhaltlich und formal auszeichnet. Die Künstlerin selber sagt, dass sie eigentlich keine persönlichen Ideen hätte. Alle ihre Ideen, alle ihre Konzepte seien gespiesen von anderen, von Vorläufern, von Schriftstellern, von anderen Künstlern, aus anderen Kulturen. Und das ist eine unheimlich zeitgenössische Haltung, die gerade eine Künstlergeneration wie diejenige von Maitu Perret sehr stark anwendet, dass man wie ein Schwamm aufnimmt, recherchiert, aber auch aktiv, nicht nur passiv aufnimmt und das dann zu einer eigenen Bildsprache verarbeitet, zu eigenen Inhalten dann weiter generiert.